Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Overwatch. Und heute mit dem Halloween-Horror-Event, das jetzt gerade heute gestartet ist, am 11. Oktober. Beziehungsweise wenn die Folge kommt, vielleicht auch der 12. Oktober, je nachdem, ob es noch heute rauskommen wird oder ja morgen. Und zwar gibt es einen neuen Brawl und das ist Drunkensteins Rache. Ein neuer Co-op-Brawl für 4 Spieler. Verteidige die Burg gegen Dr. Drunkenstein und seine Verbündeten. Und außerdem gibt es jetzt natürlich wieder Halloween Lootboxen, wie es jetzt auch schon bei den Sommerspielen der Fall war. Und damit gibt es neue Skins, Highlight-Intros und alles mögliche an Gedöns und Gegröße. Und eventuell jetzt werden wir erhältlich sein und wir haben schon direkt eine Box erhalten oder eine Belohnung, weil wir uns eingeloggt haben. So, natürlich auch wieder mit neuem Hintergrund. Und allen möglichen neuen Sachen. Wir öffnen direkt mal eine Box. Schauen mal rein. Sieht auf jeden Fall mal ziemlich cool aus. So, ein paar Credits. Und ein paar normale Skins. Oder? Ist das ein normales? Es sieht nach einem normalen Skin aus. So. Bei Karriere ist irgendwas neu. Das ist schick. Ein komplett neu überarbeitetes Interface. Das ist tatsächlich auch ganz cool. So, dann Skins. Es gibt einige neue Skins. Ich habe bisher ein paar schon gesehen. Es ist ja so einiges auf Reddit und so weiter geleakt. So, da haben wir einmal den Reinhardt-Skin, der verdammt cool aussieht. Mit dem leuchtenden Kopf. Auch wenn der Kopf vielleicht noch etwas anders hätte aussehen können. Es ist letztlich schon ein bisschen der Skin, einfach nur eben mit ein bisschen mehr Blau und Silber, aber trotzdem ziemlich cool. So, wer war noch dabei? Ich glaube, Widowmaker? Nee. Es war Symmetra, die ein bisschen Widowmaker ähnlich aussieht mit dem Skin, wo sie auch helle Haut hat. Der Vampir-Skin für Symmetra. Sonst noch irgendwer? Ja, Anna. Das ist auch verdammt cool. Also auch der Shrike-Skin, wo er eben mit so einem Gesicht drauf und alles ein bisschen schwarz und orange gehalten. Auch ziemlich cool. So, Bastion. Auch. Jo. Ein lila grauy Color. Mit einem Rip vorne drauf. Kann man auch mal machen. Jo, doch. Wieso nicht? Man kann sich jetzt schon. Nee. Es handelt sich hier schon mal um Halloween-Coins oder kann man sie jetzt auch normal kaufen? Denn eigentlich war es ja bei den anderen Skins aus dem Sommerspiel-Event so, dass man sie nicht kaufen konnte für Credits, zumindest nicht im Nachhinein. Aber scheint jetzt auch auf jeden Fall auch zu gehen. Highlight-Intro schaue ich jetzt mal nicht nach. Und auch die Sprüche und so weiter nicht. Das sieht auch cool aus, vor allem mit dieser Tätowierung hier drauf. Dem Muster. Ja, das ist ziemlich cool. Junkrat. Ah ja, stimmt, Dr. Junkenstein. Jo. Ziemlich viele neue Sachen. Vor allem hier mit dem elektrischen Rad. Na gut, da hat sich jetzt nicht sehr viel geändert. Aber. Sieht einfach aus wie so ein Steuerrad. Aber an sich auch ziemlich nice. So, noch irgendwer. Lucio nicht. McCree nicht. May nicht. Mercy. Doch. Einen zweiten Hex-Skin. Ja, auch ganz cool. Vor allem hier mit den Schuhen. Der kleinen Tasche. Jupp. Pharah. Auch ein Skin, den besessenen Zombie. Mit ein bisschen lila Glühen hier an den Seiten. Ja. Reaper hat auf jeden Fall einen, hab ich schon gesehen. Ja, Kürbiskopf. Verdammt cool. Ich meine, Reaper ist wirklich einfach nur der Charakter, der wohl am allermeisten für Halloween geeignet ist. Ich mit dem Kürbiskopf und den Waffen auch. Sogar 2 Kerzen da drauf. Das ist echt schon verdammt
Verdammt gut gemacht, Reinhardt hatten wir schon. Roadhog hat auch einen. Junkensteins Monster. Ja. Vor allem die Kette hier hinten dran. Es sind echt verdammt viele coole Skins. Auch hier mit dem aufgeschnittenen Bauch. Das ist einfach so viele. So viele neue Skins. Das ist schon ziemlich heftig. Soldier hat auch einen neuen Skin. Auch wieder etwas Zombie-artiges und sterblicher. Beziehungsweise skelettartig. Mit den grauen Teilen. Senjat hat einen. Den habe ich auch schon gesehen. Und das ist Skelejata. Ja, der Rest recht normal, aber auf jeden Fall das Gesicht auch wieder recht cool gemacht mit dem. Mit den glühenden gelben Augen. Ja, das waren alle Skins und jetzt fangen wir eigentlich mal an. Und zwar mit dem Brawl Junkensteins Rache. So, jeder hält nur einmal im Team. Das Burgtor darf nicht zerstört werden. Heldenwechsel nicht möglich. Anna, Hanzo, McCree und Soldier 76. Okay. Oh, es gibt auch Bestenlisten. In denen noch nichts ist, aber sicherlich bald. Mittel. So, es ist gerade immer noch Matchsuche. Das Update ist auch gerade erst irgendwie seit, ich glaube, 20 Minuten oder so draußen. Von daher nutzen wir uns einfach mal die Zeit. Ich denke mal, ich würde sowieso eine Anmerkung machen für diejenigen, die sich die Skins weiter nicht anschauen wollen, sondern direkt zum Gameplay springen wollen. Aber für alle anderen zeige ich mir kurz das Highlight-Intro. Holy shit. Ja, das ist verdammt cool. Ja. Es gibt einfach so viel coolen neuen Stuff jetzt mit dem Update. Jacken nicht, Lucio nicht, Green nicht, May. May hat was. Ach, ein kleiner Geist. Und da friert sie ein. Möchtest du nicht, nicht, Reaper, ich hoffe mal Reaper. Ja, sehr schön. Ein Sack. Ah, er ist einfach so badass. Mit Fledermäusen und allem drum und dran. Den Reaper-Kram brauche ich auf jeden Fall. Und immer noch kein Match. Aber was soll's. Es gibt noch einiges hier zu schauen. Da auch nicht. Oder auch nicht mehr viel. Auch nicht. Auch nicht. Glöcker auch nicht. Ist noch nicht. Aber trotzdem auf jeden Fall einige coole Sachen dabei. Aber ja, dann würde ich mal sagen, ich schaue mal, ob jetzt irgendwie noch was passiert hier bei der Matchsuche. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Irgendwann. Dann im Spiel. Eines Tages. Vielleicht auch erst an Halloween. Vielleicht ist das jetzt irgendwie so die neue Sache im Update. Man kann eigentlich erst dann an Halloween spielen. Vorher nicht. Vorher ist einfach nur da. Ich weiß nicht. Jedenfalls sehen wir uns gleich wieder. So, zum 98. Mal so. Hey, da bin ich wieder. Hallo, ja, ich bin immer noch im Warten. Und währenddessen habe ich mal wieder nach neuen Sachen gesucht. Es gibt auch noch weitere Siegerposen, und zwar hier von Anna. RIP. Wo sie einfach nur eine kleine Teetasse aus ihrem Grab raushält. Holy shit, das ist irgendwie ein bisschen makaber. Aber auch das wieder recht cool. Es gibt wirklich so viel neuen Star. Ach, gibt's jetzt. Gibt es für jeden Helden so ein. So eine RIP-Pose? Das wäre tatsächlich ziemlich cool. Ja. Okay, das ist irgendwie echt cool. Es gibt so viel neuen Stuff. Hier, so. Ja, sogar nochmal gebracht. Es ist. Dieses Event, ich finde es jetzt schon geil, obwohl ich nicht spielen kann. Nur der Bogen. Junkrat. Mit dem Fuß drauf. Mit der Bärenfalle da am Grabstein. Er sucht immer noch. Lucio hält auch noch seine Waffe nach draußen. McCree. Auch.
auch mal den Hut auf dem Grabstein abgelegt. Nein, hier. Ja. Ah, noch ein bisschen Schnee. Ein bisschen Eis. Für May. Ein paar Flügel für den Grabstein von Mercy. Und jetzt noch ein paar, kleines Jetpack für den Grabstein. Der Grabstein hat jetzt echt eine mega gute Ausrüstung. Natürlich, Reaper kommt aus dem Grab raus. So wie es sein muss. Reaper hat jetzt echt... So, finde ich persönlich jedenfalls am meisten coolen Stuff. Was natürlich einfach nur angebracht ist für ihn bei Halloween. So, mit dem Hammer und der riesigen Faust von Reinhardt. Dann Roadhog. Mit der noch größeren Hand. Und seinem Haken. Soldier 76 mit der Waffe. Symmetra mit den beiden kleinen Turrets. Mit drei sogar. Jupp, drei. Die ihr Grab beschützen. Torbjörn. Auch mit seiner Nahkampfwaffe. Tracer mit ihren beiden Waffen. Und der Sonnenbrille für den Grabstein. Widowmaker mit den beiden Beinen und einer kleinen Giftfalle. Winston, da wurde ich jetzt etwas gespannt. Ah, mit seiner wütenden Faust. Nach draußen. Durch den Boden gerammt. Zarya immer noch am Posen. Und durch ihre Waffe elegant angelehnt. Immer noch kein Spiel. Hey, ich glaube, ich werde es später nochmal versuchen. Und Senyata mit den Kugeln, die immer noch in den Grabstein fliegen. Und seinen Händen wundervoll zusammengefaltet. Es gibt auf jeden Fall viel coolen neuen Stuff. Dann wird diese Folge einfach nur eine Folge, in der ich irgendwie Sachen zeige. Und die nächste Folge wird dann eine Gameplay-Folge. Machen wir es so. Was soll's? So. Wieso nicht? Ist auch schön. So. Ich weiß gerade noch nicht, was los ist. Süßes oder saures? Wieso nicht? Weitere Sprüche. Ich bin Mütterchen, ehrt die Gefallenen. Gefallenen ehren gefällt mir. Hat hier jemand? Gruselig. Widowmaker. Und es wurde jetzt auch schon wieder. Die Party ist vorbei. Wurde jetzt auch schon wieder einiges geleakt in Richtung Sombra. Auch schon, nee, nicht hier. Ja, Gott. Was mal. Hallo. Auch schon ihr angebliches Aussehen. Ein Bild davon. Was ziemlich cool aussieht. Ich kann sie auch mal einblenden. Arbeit zahlt. Bau es auf und mäh sie nieder. Solch begrenzt. Was für ein schauderhafter Gedanke. Runter von meinem Rad. Klopf, klopf. Wer ist da? Junkrat. Der Dialog wäre super zwischen den beiden. Okay, wieso nicht? Reaper, ich erwarte viel. Der Kuh. Ich bin so böse. Unsagbar böse. Oh Gott, das ist so schön. Ich will es nochmal hören. Ich bin so böse, unsagbar böse. Dieses langgezogene Böse. Es ist einfach nur wundervoll. Du kannst dich fort, tot oder lebendig. Du kommst mit mir. Okay, mach ich. Reaper ist immer der. Reaper ist einfach so für dieses Event geeignet. Alles nur Oberglaube. So kann man es vielleicht auch sehen. Schön cool, wie unheimlich. Ah, Reaper. Du kommst mir weg. Lass mich raus aus der Sache. Lucio. Kurzer Prozess. Okay, was auch immer daran jetzt Halloween-artig ist. Ein kurzer Prozess ist anscheinend etwas, was ja zu Halloween passt. Wieso nicht? Mhm. Und es hat ein gruseliges Halloween, wünsche ich. Dankeschön. Auch wenn gerade noch kein Halloween ist, aber egal. Alles ist, wer sich mir in den Weg stellt.
ist bereits tot. Auch nicht schlecht. Meine Verkleidung? Cyborg Ninja. Cyborg Ninja. Ganz viel auf jeden Fall auch einiges an coolem Stuff bekommen. Deine Diva. Happy Halloween. Danke nochmal. Okay. Ja, bestens immer sehr gesprächig. Ja, ein paar nette dabei, ein paar nicht wirklich Halloween-bezogen dabei. Aber im Gesamten doch ganz in Ordnung. So, ich glaube, Sprays müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt durchschauen. Gibt scheinbar auch welche. Aber so viel sind es auch nicht, kann man doch mehr durchschauen. Ein Kessel, ein Poster, ein paar Kürbisse und ein paar Süßigkeiten. So, noch irgendwas? Emotes? Ja. Das tue ich auch cool. Jetzt möglich ein paar Süßigkeiten rumwerfen. Ja, doch. Emote. Die auch nicht. Genji auch nicht. Hanzo. Hanzo. Auch nicht. Jared wahrscheinlich nicht drin. Lucio auch nicht. Da hätte ich jetzt mehr erwartet. Vor allem, weil direkt bei Anna eins war. Das war eigentlich auch schon recht cool, aber. Ah. Reinhard. Okay, auch nicht schlecht. So, vielleicht mal aus der Perspektive, dass man Kürbis auch mal sehen kann. Jo, auch ganz cool. Aber wie gesagt, scheinbar bei nicht allzu vielen. Bei Roadhog nicht, bei Soldier 76 nicht. Bei Symmetran nicht, bei Torbjörn nicht, bei Tracer nicht, bei Widowmaker nicht, bei Winston. Doch. Auch schön, ein paar Schattenfiguren mit den Füßen. Gruselig. Unglaublich gruselig, Winston. Ich würde schon fast sagen, dass ich Angst habe, aber nur fast. Und Zenyatta auch nicht. Okay, immerhin drei. Aber leider nicht allzu viel. So, Sprüche haben wir, Sprays haben wir, Siegerposen haben wir, Emotes haben wir, Skins haben wir. Und Highlight-Intros haben wir auch. Jo, dann würde ich mal sagen, haben wir damit alles abgehakt und jetzt hat die Folge auch schon eine ordentliche Länge erreicht. Obwohl wir immer noch nicht gespielt haben, aber wie gesagt, das kommt dann in der nächsten Folge. Dann eben mit dem aktuellen Event Brawl, der gerade läuft. Den schauen wir uns dann an. Aber das war erstmal diesen ganzen neuen Sachen. Ach ja, und? Wo wir uns auch schon dieses neue Interface angeschaut haben. Es gibt auch ein überarbeitetes Optionsinterface. Habe ich gerade eben auch noch gesehen. Ja. Oh, hier noch irgendwie was Neues. Ja, auch leicht überarbeitet. Lootboxen, wie immer. Jetzt eben auch wieder mit dem Halloween-Lootboxen-Bereich. Und ja, das war's jetzt für diese Folge von Halloween-Horror mit all den neuen Sachen, die jetzt dazugekommen sind. Und würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.